In Lauscha, einem bekannten Sommer- und Wintererholungsort im Thüringer Wald, ist das Glashandwerk beheimatet. Hier wurde 1811 der Glasmacher Ludwig Müller-Uri geboren, der im Jahre 1835 auf Anraten eines Würzburger Arztes das künstliche Menschenauge aus Glas in Deutschland entwickelte. Ein Arbeitstisch mit Blasebalg aus der damaligen Zeit. Zahlreiche Medaillen und Diplome künden von der Anerkennung höchster Qualität. Die Familientradition wird durch die Mitarbeiter der Augenprothetik Lauscha GmbH in einem modernen Betrieb weitergeführt. In hellen, freundlichen Arbeitsräumen entstehen in einer idealen Symbiose zwischen Medizintechnik, Kosmetik, Kunst, Präzision und Handwerk naturgetreue Augenprothesen aus Glas. Für diesen Beruf sind eine langjährige Ausbildung und Erfahrung erforderlich, um bei der Patientenbetreuung auf die physischen und psychischen Belange entsprechend eingehen zu können. Aus einer Spezialglasröhre wird eine gewisse Menge Glas für eine Augenprothese abgeschmolzen. Bei diesem Glas handelt es sich um kryolitgetrübtes Spezialglas für Menschenaugen in unterschiedlicher Einfärbung, das aus der Farbglashütte Lauscha bezogen wird, wie auch das übrige Material für die Herstellung von Augenprothesen. Der Werdegang einer menschlichen Augenprothese auf einen Blick. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der reichhaltigen Farbpalette menschlicher Augen. Für die Ausbildung in der Augenprothetik und in der Augenheilkunde wurden die unterschiedlichsten Augenkrankheiten in Glas nachgebildet. Diese Interimsprothesen werden nach der Enukleation für den Heilungsprozess eingesetzt. Am Beispiel des Patienten Ulrich K. sehen Sie nun den kompletten Ablauf in der Herstellung einer Augenprothese. Die bisherige Prothese wird herausgenommen. Der Okularist sucht nun nach dem gesunden Auge die passende Augenfarbe mit der entsprechenden Struktur für die Glasprothese aus. Zunächst wird, wie vorhin schon gezeigt, aus der Spezialglasröhre ein Rohteil abgeschmolzen und in der Weiterverarbeitung zu einer Kugel aufgeblasen. Auf dieser Kugel wird durch Auftragen verschiedener farbiger Gläser die Iris naturgetreu nachgebildet. Für die Größe des für den Patienten bestimmten Auges wird nun die Glasmenge entsprechend reduziert. Aufbringen der künstlichen Blutgefäße auf die Sklera. Gestaltung der Augenform im ständigen Vergleich zum vorliegenden Muster.
Allmählich entsteht die Endform der Augenprothese durch fein dosiertes Herausziehen der Luft. Für einen guten Sitz der neuen Prothese ist eine ständige Maßkontrolle erforderlich. Abtrennen der Augenprothese von der Handhabe. Die fertige Augenprothese wird in einer Speziallösung angefeuchtet und dem Patienten behutsam eingesetzt. Durch eine solche Augenprothese wird ein guter kosmetischer Eindruck erzielt und damit beim Patienten die psychische Sicherheit im privaten und beruflichen Leben wiederhergestellt.